Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge LS19 Wavenport Projekt. Ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen und hoffe, euch wird diese Folge wieder gefallen. Ja, wie gestern gesagt, direkt im Anschluss aufgenommen an der gestrigen Folge. Daher sind wir hier auch immer noch mitten in dem Feld, was wir hoffentlich heute mal schnell geerntet bekommen. Und danach werde ich auf eure Kommentare warten und eingehen. So, irgendwie spinnt das hier alles ein bisschen rum. Naja. So, ich bin gespannt, was wir hier an Ertrag rausbekommen. Halb voll ist er jetzt schon einmal. Ja, ich denke mal mit 15.000 wäre ich, glaube ich, zufrieden. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Mal, wenn es dann gekalkt ist, gepflügt ist, vernünftig gedüngt und ohne Unkraut. Also im Moment ist ja wirklich schlechtester Ausgangspunkt, dass wir dann hier ordentlich was rausbekommen. Gut, okay, wird sich wahrscheinlich auch schlecht Hafer und das, was wir dann ansehen, schlecht vergleichen lassen können. Gehe mal von aus. Da wir Geld brauchen werden, dass wir erstmal Sojabohnen ein bisschen anbauen. Um halt, wie gesagt, ein bisschen Kohle zu machen. Damit wir uns weitere Gerätschaften holen können, um uns dann auch Ställe leisten zu können. Denn Ställe machen jetzt so keinen Sinn, wenn wir nicht irgendwie noch wenigstens einen Ladewagen haben, damit wir Stroh, Gras und so weiter aufnehmen können, vernünftig. Ja. Also ich glaube, das ist erstmal das erste Ziel, was ich mir hier stecke, dass wir Ballentechnik uns leisten können. Sprich eine Presse, einen Anhänger, ja gut, okay, eigentlich reicht das schon, das könnten wir uns sogar schon leisten. Gibt halt nur noch kein Ballenlager, soweit ich das weiß. Das wäre eine, dann wäre eigentlich ein Ladewagen doch im Moment noch ein bisschen besser. Bis wir Ballen irgendwo einlagern können. Dann brauchen wir auch noch ein Mähwerk für Gras, ein Schwader, Tetter und so weiter. Das könnten wir eigentlich machen. Dann könnten wir zumindest auch schon mal irgendwie unser Silo vielleicht mit Gras vollhauen. Dann kann das in aller Ruhe gern. Wir haben schon mal Silage auf Vorrat. Weil zu einem Maishäcksler werden wir wahrscheinlich so schnell nicht kommen. Da müssen wir uns, wenn wir Silage brauchen, schon mit Gras erstmal zufrieden geben. Ich bin jetzt halt auch nicht unbedingt der große Fan, sich Geräte zu mieten. Weil das auch mal schweineteuer ist. Ja, und die BGA würde ich mir natürlich auch relativ zeitnah wahrscheinlich gönnen. Klar, wir brauchen erstmal noch einiges an Gerätschaften, aber die würde ich dann schon gerne recht fix haben wollen. Vielleicht ein paar Ställe halt noch vorher, aber BGA ist schon, ja. Und die ist gut teuer, die kostet, glaube ich, fast eine Mille. Hier auf der Karte. Also da haben wir noch einiges vor uns. Ja, und ich werde mit den drei Feldern, die wir jetzt hier haben, auch erstmal, glaube ich, so vorgehen. Ein Feld komplett fertig machen und dann das nächste, damit wir so ein bisschen versetzte Wachstumsstufen haben und nicht immer alles auf einmal fertig ist, dass wir halt quasi so auch, ja, Dauerbeschäftigung haben. Wenn wir uns mit einem Feld beschäftigen, bis dahin ist das nächste dann mehr oder weniger schon fertig vielleicht oder wenigstens kurz davor. Dass wir dann dabei gehen können, das wieder fertig machen und dann haben wir noch ein Feld. Dass wir da irgendwie einen Zyklus reinbekommen.
So, das Projekt hier, das wird auch ein reines Videoprojekt bleiben. Hier werde ich nicht drauf streamen. Auch wenn ich wahrscheinlich vielleicht das ein oder andere Mal dann Bock bekommen würde. Aber ich habe halt auch nebenbei, ja, erstmal auf meiner Felsbrunnen, wo ich die Karriere halt auf schwer spiele, also eigentlich so schwer wie es geht, so reell wie es geht, versuche ich es auf jeden Fall zu spielen. Das ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig, habe ich bis jetzt festgestellt. Und dann startet ja auch jetzt am kommenden Wochenende, hoffentlich, wenn nichts mehr dazwischen kommt, das Multiplayer-Projekt mit dem Hessen Gamer und Anton wieder zusammen. Auch auf der Felsbrunnen, wo wir schön gegeneinander arbeiten werden. Wir werden alle einen Mitspieler haben, wenn wir jetzt auch bis dahin alle einen gefunden haben. Bei mir sieht es noch schlecht aus. Also wer da noch Interesse hat, noch habt ihr Zeit. Wir haben jetzt den, also wenn das Video rauskommt, Dienstag. Heißt, ihr hättet noch Zeit, euch entweder hier unter den Kommentaren auf euch aufmerksam zu machen oder im Discord oder auf Facebook. Einfach anschreiben, sagen hier, hallo, ich hätte Bock. Dann können wir mal eine Runde quatschen. Dann kann ich ein bisschen über das Projekt erzählen. Und eventuell habt ihr dann Interesse und wollt mitmachen. Aber auch dazu gab es auch schon ein Infovideo. Das kam am Sonntag raus. Nee, Sonntag oder Samstag. Vom Hessen Gamer und mir, wo wir halt über das Projekt sprechen und es euch etwas zeigen. Oder was heißt zeigen, aber nahe bringen das Projekt. So, dann haben wir erste Fuhre gleich voll. Bisschen geht noch. Ist echt nicht ergiebig, das Feld. So, ich will wieder nichts kaputt fahren, also anhalten. Sehr schön. So, ich denke mal, den Anhänger können wir ruhig mit dem Kleinen ziehen, mit dem Fendt. Dann machen wir eben erstmal wieder anständige Bereifung drauf. Die Pflegebereifung brauchen wir jetzt gerade nicht. Konfigurieren. Wir nehmen wieder Trelleborg. Standard. Radgewichte, Kostengeld, Breitreifen. Breitreifen und Gewichte haben wir schon. Die nehmen wir. Sehr schön. Dann holen wir uns mal den Anhänger hier eben hinten ab. Ich war auch ein bisschen erstaunt, dass die Fendt keine 60 km/h mehr fahren. Ich glaube, es gibt generell jetzt keine Traktoren mehr, die 60 fahren. Also außer die JCB, die fahren immer noch nach wie vor 70. Das ist ja auch korrekt so. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob die generell, aber eigentlich Fendt waren doch, glaube ich, so in der Lage, glaube ich, 60 km/h zu fahren, wenn sie für zugelassen sind. Also Anbauteile technisch und so weiter. Ich habe keine große Ahnung von Landwirtschaft. Ich habe da nichts mit zu tun. Daher bin ich mir da ein bisschen unsicher. Aber auch das wisst ihr ja mittlerweile eigentlich schon von mir. Jetzt. Was war das? Hä? Warum kippt der das einfach aus? Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Ist ja nicht zu fassen. Gut. Müssen wir mit der Schaufel aufheben. Wir wollen ja nichts verschwenden. Ist eh schon kostbar genug. Und rar. Und gleich war hier mal eben zu Ende. Jetzt Hafer auf dem Feld 2 ist, glaube ich, Gerste drauf.
Aber interessant finde ich, was ich jetzt halt auch nicht gedacht hätte, also nicht wusste und auch nicht gedacht hätte, dass man aus Hafer quasi auch Stroh machen kann. Weil die Pflanze an sich jetzt nicht unbedingt so aussieht, als wenn die wirklich strohergiebig wäre. Naja, man lernt ja nie aus. Ja, falls ihr, denn ich denke mal, viele würde es wahrscheinlich interessieren, aber, oder beziehungsweise würden vielleicht auch fragen, dieses Projekt werde ich komplett alleine durchziehen. Also hier braucht ihr auch bitte nicht fragen, ob ihr mitspielen dürft oder so. Da so auch mit Aufnahmezeiten und so, ich muss ich immer ein bisschen abpassen. Wie gesagt, erstmal habe ich dann ja auch ein Multiplayer-Projekt, wo einer mitspielen kann. Und auf der Felsbrunnen, wenn ich da irgendwann ein bisschen weiter bin, dass ich auch tatsächlich mal jemanden beschäftigen könnte. Wie gesagt, da habe ich, also da hab ich halt gerade nur einen Traktor, also habe nur ein einziges Fahrzeug. Da ist mit mehreren Leuten oder generell überhaupt erstmal zu zweit noch nicht viel los. Aber auch da würde ich dann, ja, Leute aus der Community vielleicht das eine oder andere mal mitspielen lassen. Wenn ihr euch natürlich benehmen könnt, Voraussetzung, dann könnt ihr da mal mitspielen. So, auf jeden Fall schönes Feld. Und ich bin echt tatsächlich froh, dass ich keinen kleineren Drescher genommen habe. Denn Feld 3 ist ja jetzt schon das kleinste von den drei Feldern, die wir haben. Die wären halt quasi nur noch größer. Und dann hätten wir wahrscheinlich echt lange gebraucht für die anderen Felder, um die mal abzuernten. Wobei Feld 1 ist wahrscheinlich gar nicht größer. Ja, nee, das ist. Feld 1 ist kleiner wiederum. So. Dann haben wir doch unsere erste Mission schon mal geschafft. Feld ist abgeerntet. Dann würde ich das jetzt quasi als im nächsten Schritt kalken, pflügen, düngen, säen und wieder und wieder düngen. Ich glaube, das werde ich genauso machen. Feld 2 ist anscheinend noch gut gepflegt. Da ist nur Unkraut drauf, muss nicht gepflügt werden, nicht gekalkt. Auch da werde ich, ja, eigentlich ist es auch egal, ob alle Felder im selben Rhythmus sind oder nicht. Macht ja nichts, aber sowieso jedes Feld einzeln bearbeiten werden, denke ich, sollte das kein großes Problem sein. Ja, waren knapp unter 15.000. Ich glaube, 10 plus, was waren das jetzt nochmal? 3, glaube ich. So, dann klappen wir den zu. Gucken wir mal, ob wir das Schneidwerk wieder jetzt vernünftig auf den Wagen positioniert bekommen. Das ist halt nicht wirklich einfach, wenn man die ganze Zeit so hin und her eiert. Nee. Es liegt tatsächlich an dem Schneidwerk, dass es dann rumeiert.
würde ich das jetzt aber auch mal nicht so mittig platzieren, sondern doch eher so ein bisschen hier so hin. Es ist echt zum Heulen hier mit dem Rückwärtsrolle. So, jetzt sitzt es drauf. Rollt auch nicht weg. Vielleicht war es auch blöd positioniert, dass er weggerollt ist. So, und da der Anhänger ein bisschen dolle da rausguckte, brauchen wir auch einen anderen Platz. Ich würde es jetzt gerne hier hinten reinfahren. So, nun wird's interessant. Jetzt geht das Rückwärtsrangieren wieder los. Können wir ja auch eigentlich, solange wie wir hier noch nichts groß anderes drin haben, auch so stehen lassen. Also so zusammengekoppelt. Ja, und steht. So, okay. Setten wir. 12.500 waren es, okay. Müssen wir das einsammeln und das Stroh noch gleich noch einsammeln. Können wir aber, denke ich, gleich mit dem Frontlader machen. Da brauchen wir den Anhänger nicht mehr für. Dann hauen wir uns das erstmal in das Silo rein. Erste Ernte, juhu. Hier rollt einfach alles durch die Gegend, wenn man nicht richtig anhält. Das ist doch nervig. Ich kann nicht richtig anhalten. Jetzt aber, so. Gut. Ja, dann hätten wir das mal geschafft. Wir parken hier noch unseren Fändchen wieder ein. So, aussteigen. Ja, das war's dann für die Folge auch schon wieder. Morgen machen wir dann weiter mit der Feldbearbeitung, sprich Kalken, Pflügen. Ich denke, das sollten wir in, ja gut, Pflügen. Gucken wir mal, ob wir es in einer Folge schaffen. Ich bin aber gerade zuversichtlich, Pflug ist groß genug. Und dann gucken wir einfach mal. Ja, wie gesagt, ich warte eure Kommentare ab, was ihr dazu schreibt. Ob ich komplett durchziehen soll, alles uncut. Oder ob ich Video für Video die Arbeiten dann abschließen soll im Hintergrund und immer wieder was Neues starten im neuen Video. Haut mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir doch gerne ein Däumchen für mein Video da und abonniert kostenlos meinen Kanal. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren und Reingehauen. Bis morgen.